Hallo meine Pupas, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch sechs Produkte euch zeigen, also vorstellen. Ihr kennt die sicher schon, aber wo ich euch absolut, das sind meine absoluten Kaufempfehlungen, sozusagen eine Art springt los und kauft euch das. Natürlich nicht alles, aber Sachen, die ich momentan, also Top-Produkte, wo ich momentan so super begeistert bin, dass ich sie sozusagen nicht in einem Monatsfavoriten-Video zeigen möchte, sondern in einem speziellen Video, wo es nur um diese Produkte geht. So, fangen wir gleich mal an. Ich bin momentan so sauer, weil ich habe, wo ihr das letzte, ihr habt vielleicht das letzte Video schon gesehen von meiner Zuschauerpost, also der erste Teil von drei. Ich muss es in drei Teile aufteilen. Die anderen Teile kommen noch. Ich kann euch das Video sonst hier verlinken, wo ich eure süße, zuckersüße Zuschauerpost zeige und also live öffne. Dort habe ich gesagt, dass ich ein paar Videos vordrehen werde. Habe ich auch gemacht. Aber nachher, was ist passiert? Ich wollte die Videos bearbeiten, da ich ja 1, 2, 3 und dieses Video hatte ich auch schon vorgedreht. Ging ich an meinen PC und wollte das, also an meinem Mac und wollte das bearbeiten und dann stand ich so, mir standen die Haare zu Berge, weil irgendwie sind die Videos, ich habe sie, also sie sind sicher nicht einfach so verschwunden, ich habe sie sicher aus Versehen gelöscht, aber ich war so sauer, weil ich habe so viele tolle Videos gemacht und die sind jetzt alles verschwunden, als hätte ich sie nie gemacht und ich stand richtig so. Und jetzt muss ich das Video nochmal drehen. Das nervt mich so, vor allem, weil ich habe euch ein Aufgebraucht-Video gemacht von den letzten Monaten. Und die Sachen habe ich natürlich schon weggeschmissen. Und ich habe euch, also recht viele Sachen habe ich euch weiterempfohlen in diesem Video, wo ich wieder kaufen werde. Aber das kann ich jetzt nicht mehr machen, denn ich habe die Sachen schon weggeschmissen und das Video gibt es nicht mehr. Ich bin so sauer, oh mein Gott. Und kommen wir zu den ersten Produkten. Als erstes möchte ich euch mal zeigen, ihr kennt die sicher schon, die Baby Lips. Die Baby Lips von Maybelline sind ja der absolute Schrei momentan. Und ich glaube, einige von euch haben das immer noch nicht mitbekommen, weil man schreibt mir immer, ob ich Baby Lips in meinen Online-Shop aufnehmen kann. Aber die gibt es schon. Die verkaufen sie. Jetzt rede ich von der Schweiz. In der Schweiz habe ich sie in der Migros gefunden und in der Coop. Bei mir habt ihr nachher auch recht viele, wo ich dieses Foto von diesen zwei gepostet habe auf Instagram. Aber falls ihr mir folgen möchtet, könnt ihr mir ein bisschen quatschen. Auf Instagram ist einfach sucht Fashion Pupa. Sucht überall Fashion Pup und ihr findet mich. Jedenfalls habt ihr mir, auch aus Deutschland, habt ihr mir geschrieben, dass ihr die bei Müller gesehen habt, dass ihr die überall schon gesehen habt. Also die gibt's schon. Und vor allem, was ich schön finde, auch bei uns in der Schweiz, die sind so billig. Die kosten nur 4,90 Franken. Bei euch in Deutschland kosten sie sicher, oder in Österreich kosten sie sicher 1, 2 Euro, keine Ahnung. Aber bei uns kosten sie 4,90 und ich war so happy. Ich habe sofort zugeschlagen und habe zwei gekauft. Eins ist noch eingepackt, weil ich den noch nicht gebraucht habe. Und der heißt Peach Kisses und das ist so ein Nude. Also ich kann es nochmal auspacken. Und diesen liebe ich. Oh mein Gott. Dieser heißt... Oh nein. Cherry Meme. Oh mein Gott, ich liebe diese Farbe. Das ist so cool. Das ist so ein cooles Rot. Und das Tolle daran, ich möchte dann das ablecken oder essen. Das riecht so nach Karamelle, wie heißt das auf Deutsch? Nach Kitschzeug, sagen wir mal so. So nach Bubblegum, so richtig so... So richtig, so toll. Das erinnert mich vor allem, wisst ihr noch, also wo ich kleiner war, am Kiosk gab es, es gibt sicher immer noch solche Fake-Lippenstifte, die sehen auch so aus. Dann kann man das rausdrehen, dann ist hier überall so, also so ein Karamellzeug. Nein, das ist nicht Karamellzeug. Uffa, wie heißt das schon wieder auf Deutsch? Oh. Ja, es kommt mir nicht in den Sinn, einfach so, aber ihr wisst sicher, was ich meine, die sehen nachher auch so aus und dann hat es so Karamellzeug, nicht so, also nicht Karamell in Karamell meine ich, sondern so Kitschzeug, so Zuckerzeug drin. Zuckerli, oh mein Gott, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, ich finde die so toll, schaut dran, vor allem den Preis, echt 4,90 in der Schweiz ist echt nichts. Das ist jetzt so, das ist aber ein so ein Rot und es ist, deckend, sie lassen schon Farbe ab, das seht ihr vielleicht jetzt. Und die sind so pflegend, oh mein Gott, jetzt vor allem für die Winterzeit. Ich werde einen separaten Swatches hier einblenden. Vor allem jetzt für die Winterzeit pflegen die Lippen so fest. Weil die sind genauso gut wie Labelle oder sogar noch besser, würde ich sagen. Aber einfach das Plus ist, sie färben ab und die lassen so ein glossy, bisschen glossy Finish. Und vor allem den Geschmack, dass man richtig reinbeißen möchte. Also das ist eine absolute Kaufempfehlung. Wer es noch nicht weiß, springt los und kauft euch die natürlich nur, wenn sie euch gefallen. Fällt mir die absolut. Natürlich nur, wenn sie euch gefallen. Jetzt, wenn ihr schon dabei sind, öffne ich auch die. Können wir gerade live schauen. Das riecht jetzt so nach
Schauen wir mal, ob das... Aber das ist so eine Nude-Farbe. Okay, es ist nicht deckend, aber es lässt so einen Glanz, vielleicht sieht man, mir fällt alles runter. Es lässt so einen Glanz, ich weiß nicht, wahrscheinlich sieht man es jetzt hier jetzt nicht im Licht, und aber, es riecht auch so nach Süßigkeiten. Also richtig, aber das riecht extrem nach Süßigkeiten, so richtig toll. Oh mein Gott. Jedenfalls, das ist auch ein, das ist eher so, dieses braune, würde ich sagen, so nude glänzend. Also mir gefällt von der Farbe her momentan das. Ich bin total, ich bin das am Aufbrauchen, am Abbeißen sozusagen. Ich habe es immer in der Handtasche oder in den Jeans bei mir. Und weil die sind echt so toll. Eben absolute Kaufempfehlung, Babyliss, springt los und kauft sie euch. Und eben die gibt es schon in Geschäften. Manor Coop, Migros und bei euch in Deutschland auch alle Kaufhäuser werden das wahrscheinlich haben, weil es ist absolute Kaufempfehlung. Dann eine absolute Kaufempfehlung, Snow Fairy von Lush. Es gibt's wieder. Ich wollte das hier im Video zeigen, ich hatte das auch im anderen Video, die leere Packung einfach, aber jetzt habe ich sie leider nicht. Jetzt werde ich euch ein Bild einblenden, wie das aussieht. Das gibt es nur um die Weihnachtszeit herum und ich habe während meine Videos schon vor längerer, also schon länger verfolgt, letztes Jahr um diese Zeit, ich war verrückt nach diesem Ding. Ich habe mir so viele Sachen nachgekauft, dass es hat mir bis jetzt vor einem Monat, hatte ich es noch, also es hat mir gereicht bis, also 18 Monate lang, also 8 bis 10 Monate, aber ich hatte natürlich so eine Pulle gekauft und noch kleinere. Die gibt's, das gibt es aber nur zur Winterzeit, so Lush springt los, wer nach so richtig nach Bubblegum, wer das mag, aus will, dass man riecht nachher auch so und man riecht auch nachher später so, also der Duft bleibt doch ein bisschen länger an der Haut und dann springt los, weil das gibt es nur um die Weihnachtszeit herum und ganz viele, ich finde das so süß, haben mir geschrieben, schau Nicole, es gibt's wieder und da haben sie mir die Foto via Instagram oder via Twitter geschickt und ich so, ja, ich weiß, danke und ich hatte noch keine Zeit in die Stadt zu rennen, aber das werde ich jetzt sofort machen, weil ich muss mir auch wieder die Packungen nachkaufen, also wieder ein Back, super Backups kaufen und eben, es gibt's wieder und springt los, weil es ist eben nur limitiert und das gibt's nur zur Weihnachtszeit. Das nächste Produkt, das ich euch vorstellen möchte, das habe ich zum Geburtstag bekommen, apropos danke, danke, danke. Danke vielmals an alle euch und dich und dich und dich und dich. An alle euch, die mir so nette Geburtstagsgrüße geschickt haben und Collagen erstellt haben, mir Videos geschickt haben und alles mögliche. Ich war so, wo ich aufgestanden bin, weil ich hatte am 21. Oktober Geburtstag. Viele haben das irgendwie, dachten, das wäre am 22. Oktober, nein, am 21. Ich war so süß, wo ich aufgestanden bin, das war letzten Montag, war ich so baff, weil ich hatte so viele E-Mails auf dem Handy, dass ich so viele E-Mails hatte, sogar auf meine Shop-Adresse habt ihr mir Glückwünsche geschickt und danke viel, viel mal und im Videos habt ihr mir geschickt, wo ihr mir Happy Birthday singt, oh mein Gott, und alles mögliche, danke viel mal, ihr seid so süß, oh mein Gott, eben, danke viel mal auch für das. Was mir mein Freund geschenkt hat zum Geburtstag, war dieses Parfüm, das hatte ich schon lange im Auge, weil ich habe das momentan, das ist glaube ich gerade neu rausgekommen, ich habe so viel über das gelesen und gesehen, das ist neue Bulgari, das Omnia. Oh mein Gott, heißt das Omnia? Ich denke, das heißt Omnia. Das heißt Omnia. Ich finde das so toll. Oh mein Gott, ich bin ja ein total Parfüm-Junkie. Ich habe euch noch kein Video über meine Parfümsammlung gemacht. Das sollte ich mal machen, weil ich sehr schwer Düfte beschreiben kann. Aber ich bin ein total Parfüm-Junkie. Und momentan rieche ich nach dem, weil ich benutze das die ganze Zeit. Ich finde das so toll. Und eben... Jetzt probiere ich euch das mal zu beschreiben. Es ist recht süß. Es ist süß, aber stark. Es ist so schwierig zu beschreiben. Falls ihr euch interessiert, wie das neue Parfüm riecht, und das sieht auch so toll aus, das sieht in der typischen Bulgari-Verpackung, weil ich habe hier auch das alte. Also die Verpackung ist ein bisschen versüfft. Aber die sehen immer gleich aus, die von Bulgari. Und das ist eher stärker. Wie das heißt, sehe ich jetzt hier nicht mehr. Das ist auch schon älter. Jedenfalls, das ist so ein richtig... Also ein fraulicher Duft würde ich ihn beschreiben. Ich bin total verrückt nach dem momentan, eben wenn ihr mich wissen möchtet, wie ich rieche so nach dem. Ein absoluter Kaufempfehlung. Ich weiß leider nicht, wie teuer das war. Ich kann mir vorstellen, das ist die größere Flasche, weil hier sind es 65 ml und in dem, was ich habe, das alte war 40. Ich kann mir vorstellen, das ist vielleicht ein bisschen ein teureres Parfüm, aber jetzt da ja Weihnachten ansteht oder so, könnt ihr euch das ja vor den Liebsten wünschen zu Geburtstag, also oder auch Geburtstag, wenn ihr Geburtstag habt, oder zu Weihnachten wünschen, oder schaut euch mal an, es gibt auch die kleinere Flaschen. Meistens kaufe ich mir eigentlich auch kleinere Flaschen, weil ich bekomme das sowieso nicht leer. Aber eben, das ein Geburtstagsgeschenk war, grazie amore, kann ich ja nichts dazu sagen. Und ja, das momentan ist eine absolute Kaufempfehlung als Parfüm, kann ich euch echt empfehlen. Schnuppert mal dran und dann könnt ihr mir das sagen oder kennt ihr das schon, wie ihr das findet.
Dann eine weitere absolute Kaufempfehlung ist von L'Oreal. Das sind diese Sticks, weil jetzt haben sie ja alle Firmen machen diese Sticks, diese Lippenstifte sozusagen in dieser Stiftform, wo man so rausdrehen kann. Das ist einer von L'Oreal. L'Oreal ist zwar ein bisschen teuer, das kostete, glaube ich, 19,90 Franken. Habe ich es bei uns in der Migros gekauft. Bei euch in Deutschland weiß ich nicht, wie teuer das ist. Das ist die Nummer 913 der Dragon Fruit. Also, das ist die genialste Farbe, die es gibt. Weil das ist so ein Pink. Und dieses Pink, das hat überall so Glitzerpartikel drin, so blaue Glitzerpartikel. Und natürlich sieht das recht deckend, so eine richtig wunderschöne Farbe. Jeder, der ein Beauty-Junkie ist, weiß, was blau ist, das auf den Lippen, das lässt die Zähne weißer erscheinen. Also die Zähne sehen weißer aus, als was sie sind. Zum Beispiel jetzt momentan habe ich, das zeige ich euch nachher, was ich auf den Lippen drauf habe, habe ich so einen Nude-Ton drauf und das lässt die Zähne nachher gelber aussehen. Aber alles, was blau ist, das lässt noch die Zähne so schön glänzen. Also alles, was auch Lippenstiften, die Blauschimmer haben, die lassen euch die Zähne weißer glänzen. Und eben das macht das absolut und ich finde das so eine tolle Farbe und so wunderschön, das hat so wunderschöne blaue Glitzerpartikel drin. Das Einzige ist, was ich festgestellt habe bei diesen von L'Oreal, sie dauern nicht so lange auf den Lippen, aber dafür, weil sie nicht so austrocknend sind. Weil alles, was austrocknend ist, das bleibt länger auf den Lippen, weil das so sich sozusagen so festkrallt. Was bei dem nicht der Fall ist, aber man kann sie immer wieder nachtragen und eben wunderschön. Ich habe das die ganze Zeit in der Handtasche, ich weiß nicht gar nicht, wie man das sieht. Ich habe die Schrift sieht man gar nicht mehr, weil ich das auch die ganze Zeit im Auftragen bin. Es ist so eine wunderschöne Farbe und vor allem diese blauen Glitzerpartikel, die sieht man echt. Das ist echt eine absolute Kaufempfehlung. Es gab noch weitere, also es gibt noch weitere Farben. Ich denke eine ganze Menge, es waren sicher 10 weitere Farben. Aber das Einzige, was mich jetzt wirklich umgehauen hat, auch beim Swatchen im Geschäft, war diese Farbe. Eben 913, der Dragon Fruit. Absolut, schaut mal vorbei. Dann zwei weitere Kaufempfehlungen. Die sind ein bisschen schwieriger zu bekommen, die sind nicht so in allen Geschäften. Ich denke, die bekommt ihr nur online, aber ich wollte sie euch trotzdem zeigen, weil ich momentan so verliebt drin bin und ich trage es momentan auch auf den Lippen. Das sind zwei Produkte. Einmal ist es der Lippenstift von The Balm. Sieht so aus. So ein Nude-Ton. Und der heißt, schauen wir mal, Okay, My Bills Be Paid. Ich werde es unten verlinken in der Online-Box. In der Online-Box, in der Infobox natürlich. Ich finde das so toll. Diesen habe ich nicht gekauft, weil den hat man mir zugeschickt, als ich der Bank für meine Online-Shop-Produkte, als ich diese kaufe, schicken die meistens immer so ein Paket dabei mit anderen Zahlen, weil die schicken die nachher einfach Foundations mit oder was auch immer, Lippenstifte und alles mögliche, weil die wollen natürlich, dass du das nachher auch, dass du das ausprobierst und danach, dass dir das so gefällt, dass du das nachher in deinem Shop aufnimmst. Ich bin auch am überlegen, weil Lippenstifte zu verkaufen ist schwieriger online, weil man die ja nicht testen kann. Aber jedenfalls, wo ich das ausprobiert habe, war ich so, oh, wow. Ich denke, viele deutsche Online-Shops, habe ich gesehen, haben den und haben Lippenstifte von dem Balm oder sonst sucht auf Google, ihr findet das, falls ihr Interesse daran habt. Ich bin so begeistert. Der Preis weiß ich leider nicht, wie teuer die sind. Damit könnt ihr nachschauen. Das ist eine traumhafte Kombination. Also ich liebe das momentan mit dem Revlon. Die wurden mir zugeschickt von Revlon vor einiger Zeit. Und zwar, das sind die neuen Lipglossen, die heißen Revlon Super Lustros Lipgloss. Brillant à lèvres, Brillo de Labros. Ich denke, das sind sicher die neuen Lipglosse von Revlon. Und das ist auch so ein Nude mit so ganz viel goldigen Lippen. Mit goldigen Lippen drin. Nein, mit goldigen Glitzerpartikeln drin. Und die Kombi. Ich trage zuerst den Lippenstift aus, denn der ist matt. Also matt. Ja, Nude. Und dann trage ich diesen Lipgloss drauf und die Kombi sieht so Bombe aus. Also richtig so tolle Nude-Lippen und ich weiß nicht, ob ihr das sieht, aber das sieht so toll aus und ich bin total verliebt. Und dann auch Revlon, bei uns in der Schweiz bekommt man das in den größeren Manor oder sonst überall. Jedenfalls, sonst Deutschland bekommt ihr das sicher auch, also beide Produkte werdet ihr in Online-Shops bekommen. Und ich weiß, ich zeige euch eine Sache, die wahrscheinlich schwieriger zu bekommen ist. Ah, die Nummer von dem Lipgloss ist 205 Snow Pink. Die werden schwieriger zu bekommen sein, aber glaubt mir, ich liebe die Kombi und ich wollte sie euch trotzdem zeigen. Und ja,
So, meine Lieben, das war schon das ganze Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein paar Tipps geben. Ich hoffe, die Produkte werden euch auch gefallen. Natürlich ist es kein Video sozusagen, kauft das. Es ist nur eine Kaufempfehlung. Ich bin nicht gezwungen, das zu kaufen. Nur ich wollte euch das mitteilen, weil unter Beauty-Verrückten tauschen wir uns ja Tipps aus. Und ja, so, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich werde jetzt mein erstes Mal im DM filmen. Ja, die alle jetzt neu dazu gekommen sind, denken sich, erstes Mal im DM, wo wohnst du? Ja, schau beim nächsten Mal vorbei, zeige ich euch meine erste Impression, als ich das erste Mal in DM war und was ich gekauft habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal, mach's gut. Tschüss. Liebe Britta, oh mein Gott, ihr seid alle so talentiert. Special Puppe, I love you videos. I like you forever. Das ist ein Foto von mir. Oh mein Gott. Schau mal, wie die Schöpfe sind. Oh mein Gott.